Zugezogene, so wie ich, müssen sich mit einer Berliner Tradition meistens erstmal vertraut machen. Mit der Berliner Weißen. Rot mit Himbeersirup, grün mit Waldmeister. Schmeckt ziemlich speziell und den meisten auch ziemlich gut. Die rote und grüne Variante sind allerdings nicht das Original. Und das gibt es inzwischen immer seltener zu kaufen. Eine Braumeisterin in Berlin-Wedding will die originale, pure Berliner Weiße retten. Das urige Gasthaus, die Meierei, liegt ganz idyllisch am Potsdamer Jungfernsee. Hier gibt es sie noch, die Original Berliner Weiße. Ein Getränk mit einer mehr als 300-jährigen Geschichte. Doch das Traditionsbier ist heute so gut wie vergessen. Die Original Berliner Weiße ist für mich das Getränk mit Rot und Grün drin. Wurde traditionell eigentlich immer mit einem Schuss Sirup in einem relativ großen Glas getrunken. Die Original Berliner Weiße ohne Sirup kenne ich nicht. Brauermeister Jürgen Solkowski ist in der Meierei seit 20 Jahren der Chef und blickt auf fast 40 Jahre Bierbrauerfahrung zurück. Er will sein Lieblingsgetränk, die Original Berliner Weiße, vor dem Aussterben bewahren. Ja, dieser saure Geschmack der Weißen hat also nicht immer allen gefallen, besonders der Damenwelt nicht. Um es für sie trinkbar zu machen, hat man sich einfallen lassen, roten oder grünen Sirup reinzumischen. Daraus wurde ja ein Berliner Traditionsgetränk, das aber mit der ursprünglichen Weiße überhaupt nichts mehr zu tun hat. Sie sieht schön aus, man steckt einen Strohhalm hinein. Für mich ist das schon kein Bier mehr. Das Original wird hier in der Meierei nach traditionellem Rezept gebraut. Doch was genau macht die Berliner Weiße aus? Ja, es ist ein einmaliges Getränk. Schmeckt leicht sauer und hat einen besonderen Geschmack durch eine wilde Hefe, die einen gewissen Stallgeruch verbreitet aufgrund der flüchtigen Säuren, die da entstehen. Also ein unverwechselbares Getränk. Verantwortlich für den besonderen Geschmack ist neben Jürgen Solkowski auch sein Braumeister Kai. Sie sind ein eingespieltes Team und kennen jeden Arbeitsschritt aus dem FF. Wie bei jedem anderen Bier beginnt auch bei der Berliner Weiße der Brauprozess mit einer Grundzutat, Malz. Bis zu 5 Tonnen, also ganze 200 Säcke, werden hier an einem Tag geschrotet. Hier bei uns in der Brauerei ist es quasi der erste Schritt. Also nach so einem Tag weiß man dann schon, was man geackert und geleistet hat. Station 2 des Brauvorgangs, das sogenannte Sudhaus. Hier werden die Grundzutaten angesetzt. Wir bringen jetzt Wasser und Malz zusammen und stellen erstmal eine Zuckerlösung her. Anschließend trennen wir wieder die Feststoffe von der Flüssigkeit. Das machen wir hier im Läuterbottich, sodass wir dann nur eine Zuckerlösung haben, eine flüssige. Diese bringen wir zum Kochen als nächstes mit dem Hopfen gemeinsam. Und nach diesem Schritt haben wir die Würze hergestellt, quasi das Bier in seinen Grundzügen schon mal hergestellt. Dieser Sud wird dann in den Gärkeller gepumpt und dort in riesigen Bottichen mit Hefe versetzt. Sie wandelt den gelösten Zucker in Alkohol und Kohlensäure um. Im Gegensatz zu einem normalen Bier, wo sich die Hefe am Boden absetzt, schwimmt sie bei der Weißen an der Oberfläche. Wenn wir am ersten oder zweiten Tag immer schauen nach der Hefegabe, dann ist die Decke also mindestens so hoch. Man spricht auch von den Käusen, auch ein wunderschöner Anblick, sieht aus wie Loppen. Und da sieht man also wirklich auch Bewegung. Da sieht man schön, wie sich das, die Loppen sich bilden und wie sich das bewegt. Hier ist jetzt tatsächlich alles, was man so kennt beim Bier, schon drin. Also Wasser, Malz, Hopfen und die Hefe. Und ab diesem Zeitpunkt hier nennt sich das Ganze auch Jungbier. Dieses Jungbier muss jetzt circa eine Woche im Gärbottich reifen. Im Gegensatz zu anderen Bieren werden bei der Berliner Weiße Milchsäurebakterien zugesetzt. Sie sorgen für den sauren und frischen Geschmack. Der Sud wird jetzt jeden Tag kontrolliert, denn beim richtigen Grad der Gärung muss er sofort weiterverarbeitet werden. Wir spindeln jetzt den Gärbottich, das heißt, wir stellen fest, wie viel Extrakt hier jetzt noch vorhanden ist. Der Zucker wird ja hier reduziert, vergoren von der Hefe, jeden Tag 1-2%. Und man muss auch jeden Tag prüfen, wie viel Extrakt ist vergoren. Und wir lesen jetzt ab. Kai, was liest du da ab jetzt? Jetzt hätten wir 5,3%. 5,3%, das heißt, der Bottich ist schon ziemlich weit vergoren. Die Gärung dauert eine knappe Woche. Danach kann das Bier bereits getrunken werden. Bestimmt die Lieblingsbeschäftigung eines jeden Brauers. Der nennt das anders. Der nennt das Verkosten. Also wir verkosten natürlich. Auch gerne.
Das Bier muss jeden Tag verkostet werden, um den Reifegrad zu kontrollieren. Ja, komm, probieren wir mal. So, Kai, können wir es ausschenken? Einmal frei. Gut. Mit gutem Gewissen. Der eigentliche Brauvorgang hat sich in den letzten 300 Jahren nicht verändert. Die Zutaten sind die gleichen, nur die Holzfässer für die Lagerung wurden durch moderne Edelstahlmodelle ersetzt. Die erste amtliche Erwähnung gab es im Jahre 1680, und zwar aufgrund der Steuererhöhung des Weizenmalzes wurde es zum ersten Mal niedergeschrieben, dieser Begriff. Und deshalb ist man auch heute noch der Meinung, das könnte man als Geburtstag der Berliner Weißen hernehmen, 1680. Zurück im urigen Wirtshaus Meierei. Von den heute anwesenden Gästen kannte niemand die Original-Berliner Weiße. Nur die pappsüße Sirup-Variante hatte fast jeder schon getrunken. Für Schankwirt Pitt ist das aber keine Alternative. Ich stelle, wenn jemand eine Weiße bestellt, die Frage, wie ein Profi oder wie ein Touri. Und der Profi trinkt selbstverständlich die Weiße ohne Sirup. Sonst würde er ja gar nicht an den geilen Geschmack kommen. Aber kommt dieser geile Geschmack der Original-Berliner Weiße auch bei den Gästen der Meierei an? Wer traut sich zu probieren? Ohne Zusatz habe ich tatsächlich bis jetzt noch nicht das gekostet. Wäre es durchaus mal jetzt eine Gelegenheit, das mal zu probieren. Halt, ja. Na dann ran an den Tresen und los geht die Verkostung. Was schmeckt am besten? Himbeer, Waldmeister oder doch das pure Original? Sehr erfrischend, nicht so süß und ich finde sehr alltagstauglich. Wunderbar. Ja, lecker. Ja, wenn man so draußen sitzt und im Biergarten und gemütlich. Ja, absolut. Lecker. Finde ich gut. Ja, sehr frisch. Also ich würde tatsächlich eher zu dieser Originalvariante ohne Zusatz tendieren, ja. Die Berliner Weiße, einfach der perfekte Durstlöscher. Na dann, Prost!